Terra Pestem Teneto, Salus Hic Maneto. Willkommen zu John Sinclair Night Talk. Neben mir sitzt Ian Rolf Hill, alias Florian Hilleberg. Hallo Florian. Hallo Hennes. Mein Name ist Hennes Bender, hast du ja selber gesagt. Also hättest du mir jetzt auch sagen können, aber egal. Wir kennen uns schon so lange. Wir sind einfach, ihr wisst, was jetzt passiert. Wir reden, wir nerden ab, ja, und reden, wir reden über die Hörspiel, genau. Die John Sinclair Hörspiel. Reihen, die es gibt. Wir präsentieren euch die verschiedenen Serien, auch um euch mal näher zu bringen, warum es verschiedene Serien gibt und wie man die einzuordnen hat, genau. Wann man die hören kann und warum wir die hören und warum es eine Serie gibt, die heißt John Sinclair Classics. Das Ganze begann mit dem Anfang. Fangen wir am Anfang an. Der Anfang. Der Anfang. Die Nacht des Hexers. Die Nacht des Hexers. Der Anfang kam raus als, also der erste Gespensterkrimi, das erste Auftreten von John Sinclair damals, ja. 1973. Genau. Als Gespensterkrimi mit der Sonderedition Der Anfang. Richtig. Sonderedition 1, SE1, wie wir es auch nennen. Dann gab es auf einmal die Classics. Und die Classics begannen mit der Folge Die Nacht des Hexers. Beziehungsweise, sie heißt auch Der Anfang. Also sie wurde da nicht unbemerkt. Stimmt, ne? Richtig, doch. Und das hätte mich damals auch schon stutzig machen sollen, als ich die Folge hörte. Und nach 5 Minuten dachte ich, Moment, die kennst du doch. Die hast du doch schon auf CD. Ja. Was war da eigentlich der Plan dahinter? Was war der Plan dahinter? Das, man muss ja dazu sagen, als die Edition 2000 gestartet ist, hat ja noch niemand an die Classics gedacht. Also setze ich jetzt mal voraus, weil es kam dann die Sonderedition und die Sonderedition erzählte dann, wie John Sinclair zum Geisterjäger wurde. Also die wurde ja dann auch umbenannt, die Nacht des Hexers, in Der Anfang. Mhm. Ne, so, und, um das klarzumachen, das ist eine Ansage. Der Anfang. Der Anfang. Genau. Das Ende, und, Der Anfang. Die stand außerhalb, die Mitte. Die stand außerhalb der Chronologie. Und irgendwann, als die Serie immer erfolgreicher wurde, dachte dann wer auch immer denn die Idee hatte, Oliver Döring oder wer auch immer, wir könnten ja eigentlich daraus eine eigenständige Serie machen, so etwas wie ein Spin-off und die allerersten 50 Romane, weil die Edition 2000 startete ja mit dem Nachtclub der Vampire, mit der Vertonung des ersten Bandes der eigenständigen Romanserie. Vorher erschienen ja 50 Romane schon im Gespensterkrimi. Ja. Und diese 50 Romane wollte man dann, und in diesen 50 Romanen, da hat ja John Sinclair schon seine Freunde kennengelernt, ne? Und dieses Team da aufgebaut, seine Waffen und so weiter. Und da hat man dann gedacht, Mensch, da könnte man doch eigentlich eine eigene Serie draus machen. Auf 50 Stück angelegt. Aus 50 Stück angelegt. 50 ist eine schöne Nummer. Ja. Ja, 2023, 50 Jahre John Sinclair. Ganz man genau. Arbeitet darauf hin. Im Jahr, und das im Jahr 2023 die 50. Classics-Folge erschienen ist. Ist das eine Koinzidenz oder war da das ein Plan? Das weiß ich nicht. Aber um das nochmal kurz rund zu machen, weil dann hat man, wusste man natürlich, okay, wir fangen jetzt mit den Gespensterkrimis an, aber dann brauchen wir, die beginnen aber mit Die Nacht des Hexers. Und deswegen mussten wir. Ich würde kurz sagen, im Hintergrund ist Hui Bu, ja, der auch gerne auf 50 Folgen gekommen wäre. Wir sind hier in den Katakomben von Lübbe und jetzt gibt es, glaube ich, einen Anschiss hier. Da muss irgendjemand ein Grab auf oder so, keine Ahnung, mit dem Hammer. Wo waren wir stehen geblieben? Bei Der Anfang. Genau. Ne? Also man kommen musste, wir zurück zum Anfang. Genau, man musste im Prinzip, man musste ihn einfach, den Anfang gab es dann halt schon, aber es war halt die Nacht des Hexers, das war halt die Folge 1 und die musste man dann wieder vorne ranstellen und deswegen hat man gesagt, okay, wir nehmen die nicht neu auf, wir machen da keine neue Folge drauf, wir nehmen einfach die Edition 2000, die Sonderedition 1 und machen daraus die John Sinclair Classics Folge 1. Und es hatte auch ein anderes Cover? Ja. Es gab ein anderes Cover als die Original Gespensterkrimis. Das ist ja, wurde ja auch vertont von Tonstudio Braun, Die Nacht des Hexers. Genau. Da war noch dieses, das war auch nicht Ballester, das war irgendjemand anders. Man muss ja dazu sagen, die Sonderedition 1, Der Anfang, die hat ja so einen Pappschuber gehabt und da drin war halt das Cover, das wirklich das vom ersten Gespensterkrimi. Auf dem Tonstudio Braun war das Cover der zweiten Auflage. Die hat ein anderes verwendet. Na, und das ist, um da einfach so ein bisschen noch mehr Verwirrung zu stiften. Ja. Und die John Sinclair Classics, da hat das Cover dann Timo Würz gemacht, der ja wirklich alle 50 Folgen. Und das war ja auch die Idee, dass man dieser Reihe auch eine andere Optik gibt. Ja. Und da kam Timo Würz ins Spiel. Genau. Und viele bedauern das bei einigen Covern natürlich, wie zum Beispiel Flugvampire greifen an. Was ja das Cover ist mit dem großen Flugzeug und den Riesen, was im Roman ja nicht so ist, mit den Riesen Fledermäusen. Ein wunderschöner Ballester, aber da hat man wirklich einfach konsequent gesagt, der Timo macht
Für jede Classic ein Cover. Ja, weil man muss einfach sagen, es gab relativ wenig Ballester bei den ersten 50. Ja, und es gab auch viele Cover, wo man wirklich gedacht hat, oh Gott. Ne? Und Sakura der Dämon, wenn man sich das mal im Original anguckt, ja. Ne? Dann habe ich gedacht, wenn das auf einem Hörspiel gewesen wäre. Ja. Ne? Ja. Und da musste man einfach neue Cover haben und man hat sich dann entschieden, Timo Würz zu nehmen und das auch durchgängig Also ne, heutzutage spricht man von Corporate Design. Ne? Ja. Man hat immer ähnliches Aussehen und das macht die Sache ja auch so interessant, finde ich. Ja, und die alten Cover gibt es ja immer noch. Also genau, man kann sich ja angucken, das ist ja. Das ist einfach nur konsequent gewesen. Wir reden von einem anderen Sinclair, wir reden aber auch von einem anderen Erzähler. Ja. Ich glaube, ab der zweiten Folge ist, also ab beim Anfang ist es noch Joachim Kerzel. Ist es noch Joachim Kerzel, genau. Bei der zweiten Folge spricht auf einmal jemand anders. Und alle dachten, Moment mal, wer ist das? Den kennen wir doch. Ja. Wolfgang Pampel. Harrison Ford. J.R. Ewing. Ja. Wobei man ihn natürlich schon aus der Edition 2000 kannte, weil dort hat Emma die Krankheitsvertretung übernommen für Joachim Kerzel. Stimmt, richtig. Ja. Also aber wenn jemand so von der Anmutung ist wie Joachim Kerzel, dann ist das auf jeden Fall Wolfgang Pampel. Ja, einfach. Ich fand ihn sehr, sehr angenehm als Erzähler, auch sehr schön und atmosphärisch. Und der hat halt ab Folge 2 quasi die Classics gesprochen, bis halt zu Folge 9. Ne? Übrigens auch ein wunderbarer Theaterschauspieler und wunderbarer Musical-Sänger. Er singt den Vater bei Elisabeth, bei dem Elisabeth-Musical. Wenn ihr mal Harrison Ford, J.R. Ewing singen hören wollt mit seinem Tombre, dann hört euch mal die Originalaufnahme aus Wien an von dem Musical Elisabeth. Aha. Das ist Wolfgang Pampel, jawohl. Kleine Fußnote hier, kleine akustische. Der Sinclair ist ein anderer am Anfang, also in dieser, war er in den Roman auch anders? Genau, es ist ja eigentlich ein jüngerer Sinclair, genau. Ne? Wobei er in den ersten 9 Folgen ja trotzdem von Frank Glaubrecht gesprochen wurde. Auch da wurde, gab es einen Übergang von Frank Glaubrecht zu Man muss ja einfach sagen, also die haben ja bei den Classics jetzt schon mehr darauf geachtet, dass Sinclair wirklich in seine Aufgabe reinwächst. Ne? Ja. Der Anfang, der spielt ja auch damit, dass er noch nie mit dem Übernatürlichen zu tun hatte. In den Romanen war das ein bisschen anders. Dort ist er schon am Anfang sehr abgeklärt gewesen. Dort war er im Prinzip schon gefestigt als Spezialist für übernatürliche Phänomene. Dort konnte man ihn mit Zombies auch nicht mehr schocken. Ne? Und dementsprechend war er dort, also gab es halt nicht so diese Entwicklung wie in den Hörspielen, wo er ja wirklich daran an den ersten Folgen auch wirklich zu knabbern hatte. Ja. Ne? Also wo er dann auch angefangen hat zu trinken und auch wirklich so fast so eine kleine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt hat. Er wurde unzuverlässig, er kam zu spät, er wurde von Sir James angeschissen. Also das war wirklich, er wurde zurechtgewiesen. Anschiss. Jetzt auch Anpfiff, aber Anschiss ist ein schöneres Bild. Genau. Ja. Ja, das ist natürlich eine erzählerische, eine dramaturgische Narrative, das hat sich Olli Döring dann auch ausgedacht. Vielleicht schon mit dem Hintergrund zu sagen, wir machen eine Prequel-Serie zu der eigentlichen Edition. So ist die entstanden. Also so war meine Wahrnehmung. Wir arbeiten auf den Nachtclub der Vampire hin. Genau. Innerhalb von 50 Folgen. Was dann aber nicht ganz so geklappt hat, denn es gab dann irgendwann mal eine Sonderedition mit dem Namen Der Unheimliche von Tatmoor. Ja. Und das war ein Gespensterkrimi. Das war ein Gespensterkrimi. Der fiel jetzt aber aus der Classic-Serie raus. Ja. Das heißt, man kam gar nicht mehr auf 50, sondern auf 49. Boah, du kannst rechnen, du bist ja schnell. Das ist ja Wahnsinn. Ohne Taschenrechner. Wie sind wir denn trotzdem auf 50 gekommen, Florian Hilleberg? Fragte er Markus Lanz-mäßig investigativ. Weil er hat eine neue Folge geschrieben. Man hat einfach eine neue Folge geschrieben, die Folge 50, die Katakomben von Paris. Und auch das war eigentlich... Also Dennis Erhardt hat sie geschrieben, als Doppel-CD rausgekommen, als sehr langes, episches Hörspiel. Und auch das war ja eigentlich nicht wirklich eine neue Folge. Denn sie basiert auf einem Roman innerhalb der Sinclair-Serie. Ja, genau. Nämlich auf? Todeszone London. Auf das erste Crossover im Roman zwischen John Sinclair und Professor Zamora. Und das Ganze spielt jetzt aber nicht mehr in London, sondern in Paris. Ganz genau. Das ist der Unterschied, der große Unterschied. Ja. Und wir haben in die Katakomben von Paris das Zusammentreffen von John Sinclair und Professor Zamora, das heißt von Dietmar Wunder auf Douglas Welbert. Ja. Und nicht nur auf Douglas Welbert, sondern auch Katja Brügger ist dabei als seine Assistentin. Und Katja Brügger, Douglas Welbert, da war noch was. Hallo, Knick-Knack, Björn Hellmark und Camina Brado. Richtig.
fantastisch. Also da ist mir als Hörspielfan doch wirklich die Freude in die Backen geschossen. Da bin ich gerade noch mal so rausgekommen aus der Formulierung, stelle ich gerade fest. Also das hat mich sowas von gefreut. Und es ist auch diese Flapsigkeit, ist so ein bisschen angedeutet. Es sind schon andere Rollen, aber... Genau, na, aber ich meine, das ist ja auch, da lernen sich ja Professor Zamora und John Sinclair ja auch im Prinzip erst kennen. Und sie treffen ja dann später in Der Hexer von Paris und Gefangen der Mikrowelt noch mal aufeinander. Wobei auch die Katakomben von Paris nicht nur auf Todeszone London basiert, sondern da sind auch tatsächlich Szenen und Anteile drin von Lebendig Begraben. Also von den, auch mit, es tritt ja noch eine Figur auf, die quasi mit dem Todeskarussell in Verbindung stand und von dem scheinbar getötet wurde. Und also von daher hat man sich da schon Mühe gemacht. Auch die Fäden, also die angefangenen Handlungsstränge, die ja in den Classics begonnen worden sind, aber in den Romanen nicht vorgekommen sind, um das abzuschließen. Also ich spreche jetzt hier von dem Kreuz. Ne? Wir kommen jetzt zu den Unstimmigkeiten, wo ich den Fachmann, schlechthin was Sinclair angeht, jetzt mal hier habe. Wie kommt man jetzt, reden wir mir jetzt nicht davon, dass jetzt auch Handys eingesetzt worden sind, das Ganze spielt nicht in den 70er Jahren und in den 80er Jahren, sondern durchaus in der Jetztzeit, also unmittelbar davor. Es gibt Handys, es gibt Internet, es gibt diese ganzen Sachen. So, das muss ja auch geschrieben werden und verändert werden. Ja. Ne, dann ist das Handynetz weg oder der Akku ist leer. Dann hat man wieder keine, es gibt ja diese Kniffe. Genau. Ja, aber gibt es bestimmte Unstimmigkeiten? Ja. Ja. Man muss Bezug ja dazu sagen, jetzt auf die neuen Folgen. Genau, man muss ja dazu sagen, als die Edition 2000 gestartet ist und man hatte die Classics noch gar nicht so auf dem Schirm, ne, dann hat man den Anfang gebracht, dann hat man die Sonderedition der Pfähler gebracht, die ja dann chronologisch ja innerhalb der Edition 2000 eigentlich, weil es die Vampir-Trilogie ist, eigentlich angesiedelt ist. Aber Oliver Döring hat sie davor gesetzt, also quasi zwischen den Anfang und im Nachtclub der Vampire spielt der Pfähler. So, und jetzt kam man mit den Classics. Und dann ging das ja damit schon los, dass zum Beispiel Oliver Döring dann als seine letzte Folge die Folge 9 vertont hat, die Nacht des Schwarzen Drachen. Ja. Die Nacht des Schwarzen Drachen lernen sich John Sinclair und Zuko kennen. War das nicht der gelbe Satan? Nein, da hat Zuko Shao kennengelernt. Genau, die ist ja gar nicht vertont worden von Aber von Thor Stöber. Ja, genau. Na, aber bei der Edition 2000 hat ja Zuko Shao im Off kennengelernt. Ne? Der ist am Kino des Schreckens zu John gekommen und hat ihr seine Freundin vorgestellt. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass die Nacht des Schwarzen Drachen eigentlich von der Reihenfolge her als Folge 39 hätte erscheinen müssen. Ne? Ja. Beziehungsweise Folge 38 kann das sogar sein. Auf jeden Fall sehr viel später, als sie letztendlich erschienen ist. Und in der Folge Das Eisgefängnis, in der regulären Edition 2000, sagt John Sinclair zum Beispiel zu Zuko hier mit Dr. Tod, der ist da zurückgekommen, mit dem habe ich früher... Mal wieder. Der kommt ja immer wieder. Ne? Der klingelt hallo, ich bin wieder da. Mit dem habe ich ja früher zu tun gehabt, da kannten wir uns noch nicht. So, und das stimmt in dem Fall ja gar nicht mehr, ne? Weil John Sinclair und Zuko sich natürlich lange vor Dr. Tod da schon kennengelernt haben. Ist das denn ein Problem oder kann man über sowas hinwegsehen? Über sowas kann oder muss man hinwegsehen. Also, weil das ist ja jetzt auch nicht so explizit, dass man sagt, das verändert jetzt oder das stört jetzt in irgendeiner Form die Handlung. Oder, vielleicht gibt es Leute, die sagen, nein, das geht gar nicht, da muss man drauf achten, auf sowas. Das ist wir reden immer noch von Gruselhörspielen und von Geschichten. Also ich sag mal, wenn ich jetzt ein Erbsenzähler wäre, könnte ich sagen, ja, die haben sich da zwar, sind sich da zwar begegnet, aber wann kennt man schon jemanden? Guck mal, wir machen das jetzt so oft so richtig, kennen wir uns eigentlich überhaupt nicht, Manfred. Ne? Genau, Hans. Also. Und eine andere Sache war halt natürlich, deswegen kam ich vorhin auf der Pfähler, dort in den Roman sind natürlich Sheila und Bill schon verheiratet, haben einen Sohn und in der Sonderedition hat Oliver Döring Johnny rausgestrichen und Sheila und Bill sind verlobt. So, und jetzt spielt aber der Pfähler natürlich nach den Classics. Und das heißt, für die Classics hätten Sheila und Bill eigentlich nur ein verlobtes Pärchen sein dürfen. Und in Folge, ich weiß nicht, glaube 11 war es, der Blutgraf, wo die auf Kreuzfahrt gehen, dort wird zum Beispiel von Sheila Connolly gesprochen. Und das wurde dann später wieder geändert, ne, weil dort war sie natürlich noch nicht Sheila Connolly, in den Romanen zwar aber dadurch, dass halt diese Sonderedition vorgeschoben wurde,
hieß es in den Classics, konnten sie halt noch nicht verheiratet sein, dort waren sie verlobt. Wenn wir jetzt, wenn gerade hier, hier der gelbe Satan erwähnt hast, noch nicht vertont worden, von neu vertont worden. Jetzt sind die Classics zu Ende. Der gelbe Satan gehört ja auch nicht zu den Classics. Alle Gespensterkrimis sind vertont. Ja. Alle John Sinclair Gespensterkrimis sind vertont. Es gibt Folgen, gelbe Satan, andere Sachen. Ich glaube, der schwarze Bogenschütze noch nicht von den neuen. Ja, es gab viele noch nicht. Also zum Beispiel auch viele, wo ja die Edition 2000 auch Bezug drauf nimmt. Das erste Zusammentreffen mit Mr. Grimes in die Horror-Disco wurde ja nie vertont. Disco Dracula vielleicht auch. Könnte man auch mal machen. Fällt mir gerade auf. Ja, genau. Weil das Tonstudio Braun so ein bisschen, da ist auch gerade die Musik mit der Orgel so ein bisschen. Oder mit das Horror-Taxi von New York. Das gab es zwar als Live-Hörspiel, aber es gab es ja nie als haptische CD. Können wir vielleicht mal, vielleicht hören das ja auch und sehen das ja auch Leute hier bei Lübbe und so. Vielleicht könnte man ja mal anregen, dass man so ein paar von den Alten noch mal in so eine neue Reihe vielleicht bringt, so... Nicht Classics, Classics sind beendet. Ja. Haben wir jetzt einen Grabstein draufgesetzt. Genau. Die sind da komme ich gleich noch drauf. Aber vielleicht gibt es eine Möglichkeit, mal so Oldies but Goldies, keine Ahnung. Klar, warum nicht? Ja. Also ich meine, das wäre natürlich, wäre das toll oder sowas, wenn man wirklich so eine Art Anthologieserie hätte, wo man irgendwie so Fälle bearbeitet oder, ne, oder auch alte Romane vertont, die es halt nicht reingeschafft haben in die Edition 2000 oder auch in die Classics. Ne? Das wäre eine gute Idee. Ja. Die Classics kann man auf jeden Fall oder sollte man auf jeden Fall chronologisch hören. Ja. Wie gesagt, angefangen mit der Anfang und beendet das Ganze mit den Katakomben von Paris. Oder ich bück mich, ich gehe mal eben kurz aus dem Bild, von wegen Grabstein. Das ist die Classics-Box. Alle Classics. Jetzt sind wir so ein bisschen hier bei Verkaufsfernsehen. Genau. Hallo, diese formschöne Box in Grabsteinform. Ich habe noch nie so einen Grabstein gesehen, aber auch sehr, sehr, sehr schön designt. RIP hier, John Sinclair Classics 2010 bis 2023. 13 Jahre lang gab es. Die Classics und da sind alle, man klappt das hier auf, dann hat man hier einen wunderschönen Timo Würz, das ist der Anfang übrigens, ja, ne? Genau. Das ist der Anfang und dann hat man hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 MP3 CDs, das ist hier ein bisschen verrutscht, sehe ich gerade hier, genau, zack, jetzt wieder richtig, so, MP3, ich habe schon reingehört, klingen auch wirklich super, sind natürlich sehr, sehr, sehr praktisch und formschön auch im Regal, jede CD hat ein eigenes Cover. Die Sprecherangaben sind drin auch. Und ich habe festgestellt, ich habe auch irgendwo mal oder so gemacht, was ich immer so gemacht habe. Ich weiß noch gar nicht genau wo, aber bei irgendeiner Folge spreche ich auch mit. Auch wer da alles dabei ist, wie gesagt, Joachim Kerzel, Wolfgang Pampel, Frank Laubrecht natürlich, Dietmar Wunder, Franziska Pigulla, Kathi Karrenbauer. Das ist die Box. Die ist zum Ende, zum Abschluss der Classics gibt. Schön, ne? Genau. Kann man schön, wirklich, schön hier, guck mal hier, unten hier auch schön, wunderbar, schön, schöne Kiste. danke an die Classics, kann man mal sagen, und danke an die Gespensterkrimis und danke an den oder diejenige, die damals zu Jason Dark gesagt hat, schreib doch mal einen Roman, schreib mal so einen Gruselkrimi, sowas. Genau. Ne? Oder wir nennen das Gespensterkrimi. Ja. Ne? Wir brauchen auch Romane. Und dann sagte Jason, zur Spannung noch die Gänsehaut. Und das haben wir hier. Dank, John Sinclair. Florian, wie immer ein großes Fest. Danke für deine weisen Worte, für deine sehr, sehr eingehenden Betrachtungen, gerade was die Geschichten und die Veränderungen angeht. Ich kenne wirklich keinen, der so bekloppt ist wie du. Und das alles weiß, muss ich jetzt mal wirklich so sagen. Auf positive Art und Weise. Das meine ich ganz, ganz, ganz lieb gemeint. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören und angenehmes Gruseln allerseits.